Seit 2010 verbindet Alba Berlin und Maccabi Tel Aviv eine Kooperation in der Jugendarbeit. Anlässlich der European Maccabi Games wurde diese Zusammenarbeit nun etwas erweitert. Erstmal standen aktive wie ehemalige Spieler der beiden europäischen Spitzenvereine zusammen in einem Team auf dem Parkett. Beim Let's Play Together Event der Basketballer mussten Legenden wie Doron Yamchi, Ademola Ukalacha oder eben der aktuelle Berliner Kapitän Alex King gegen die All-Stars der EMG 2015. Ran. Und die hatten für dieses Spiel tatkräftige Hilfe von Basketballpaten Pascal Roller erhalten. So entwickelte sich ein munteres Spiel, bei dem nahezu jeder einmal punkten durfte. Die All-Stars bewiesen, dass sie es immer noch drauf haben und die jungen Wilden nutzten ihre Schnelligkeitsvorteile. Ging es im Spiel vornehmlich um den Spaß, hatten die Schützen bei der 3-Punkt-Challenge in der Halbzeitpause aber eine zusätzliche Motivation. Jeder Treffer sollte 100 Euro für ein Jugendprogramm in Israel in die Tasche spülen. Da ließen sich Demchi, King, Roller und Ari Wilder, der Kapitän der deutschen Maccabi-Auswahl, nicht lange bitten und versenkten zusammen 54 Distanzwürfe. Nach der Pause ging es in gleichem Stile weiter. Wenig Verteidigung, dafür aber viele schöne Offensivaktionen. Am Ende setzte sich aber die Erfahrung der Legenden gegen die All-Stars mit 52-36 durch. Traurig war bei den All-Stars aber niemand. Immerhin hatten einige gerade mit ihren Kindheitshelden zusammen auf dem Parkett gestanden. Die Legenden von Maccabi Tel Aviv kenne ich alle. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, mit ihnen auf dem Court zu stehen. Ademola Ukalacha zog ein gleichermaßen positives Fazit. Es ist immer sehr, sehr schön, mit alten Freunden, Kollegen, Ex-Mitspielern, Ex-Gegenspielern auf dem Feld zu stehen und natürlich auch in der alten Geburtsstätte von Alba Berlin. Ja, in der Sporthalle Charlottenburg folgten 2000 Zuschauer dem Geschehen auf dem Feld. Diese Zahl zeigt doch mehr als deutlich, Alba und Maccabi, das passt einfach. Wie gut, dass die Kooperation der beiden Vereine kürzlich noch einmal intensiviert wurde.